Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Ark Tribe Wars. An Beise wieder Revano LP. Yeah. Der liebe Onkel. Grüße, Leute. Das Fass voll Acid. Hallo. Das Fahrrad ohne Namen Dynamo-Mann. Moin, moin. Und der Kompagnon von Dante. Hallo, Nero. Servus. Ja, wir sind immer noch dabei, den Spino zu zähmen und suchen nebenbei noch ein bisschen Futter. Ja. Ich lebe auch wieder. Ja. Ja, stimmt. Der liebe Nero ist gestorben und hat den kleinen Stahlhammer als Boje benutzt, der jetzt hoffnungslos irgendwo auf See treibt. Okay, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz in die Runde reinfragen, wenn es jetzt gerade so schön still ist. Wenn ich jetzt Fleisch gesammelt habe, zu wem gehe ich da jetzt, um das Fleisch abzugeben? Zu irgendeinem Zweig. Am besten. Weil also die Zweigs können das extrem lange ja. halten, ohne dass es vergammelt. Okay, gut. Ich habe mal eine noch Frage, besser als, Leute. Noch besser als Dudus? Ja. Ja. Wenn wir nachher den Spino haben, ne? Ja. Da hinten seht ihr die Pipeline, die Wasserleitung von den Feinden. Sollen wir dann unten mal langschwimmen, die kaputt machen, da wieder abbauen? Nee. Und die wundern sich, warum machen wir überhaupt kein Wasser mehr? Ich bin dabei. Ja, komm, das ist so eine coole Idee, die ist ja nicht gesichert. Komm mal ja, unten einfach das Rohr abschneiden. Wir wollen das jetzt nicht. Ja, sinnlose Zerstörung darf man eigentlich nicht machen, steht in der Regel. Wieso, das ist doch Krieg hier. Haben sie ein paar langweilig. Ja, eben. Außerdem, das ist ja jetzt nicht so schlimm, dann repariert es, aber das ist erstmal auffallend, wieso ist die kaputt, dann ich will jetzt sagen, aber dadurch, dass wir jetzt das schon vorgeschlagen haben, wenn irgendeiner das guckt, sind wir am Arsch. Ja, deswegen müssen wir es jetzt auch machen. Und selbst wenn wir es nicht machen und es ist kaputt, sind wir am Arsch. Es tut mir leid, liebe Leute, der Onkel hat mich dazu gezwungen, das zu sagen. Hier hast du Fünfer. Ja, ich habe meinen Job erledigt. Ja, den Blowjob. Ich sammle noch ein paar Narkobären. Ich suche gerade weiterhin Fleisch. Ja, ich brauche auf alle Fälle erstmal ein bisschen Wasser, weil ich bin kurz vor Verdursten. Warum backe ich? Ich backe jetzt hier. Alter. Hallo? Alter. Hallo? Alter. Was ist? Was? Bringst du jetzt auch gerade? Ich auch gerade. Ich hang gerade voll in meinem Trike fest und kam nicht raus. Und ich bin immer weiter ins Wasser rein. Ich wäre jetzt auch trunken, wäre der Bug jetzt nicht weggegangen. Wolltest du planschen? Ey, ertrinken ist gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Das sagst du aus Erfahrung. Wenn du auf dem Flugsaurier bist, das Spiel stürzt ab und ein T-Rex läuft unten drum. Das ist schlimmer. Nee, das war lustig. Okay, das ist aber auch dann mal Epic Fail. Das ist ja schon ein Glück. Pech. Dynamo Man, du hängst im Boden drin. Hier, Nero, du musst es schon richtig erzählen. Erzähl doch mal, was so an diesem einen Tag alles passiert ist. Ich krieg das gar nicht mehr alles zusammen her. Wollen wir jetzt jagen oder was? Wo ist denn der Noxy? Ich bin schon die ganze Zeit am Jagen. Ja, Onkel, wo bist du denn? Lass doch mal zusammen jetzt jagen. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich jag hier schon die ganze Zeit. Ich bin beim Spinosaurus. Zwei solche Schildkröten habe ich schon gekillt. Du Paddy, ich glaube, ich bin an dem Tag 4 oder 5 Mal gestorben. Ja, 4 oder 5 Mal. Einmal durch den T-Rex, der dich mitsamt Inventar gefressen hat. Was war's noch? Geil. Dann hat mich ein Raptor gekillt. Dann bin ich ein oder zweimal abgesoffen, weil das Spiel abgestürzt war. Und dann. Ach, irgendwas noch, keine Ahnung, ey. Das war einfach ein sehr bescheidener Tag. Ach, wieso? Ich fand's eigentlich ganz amüsant, also. Ich höre so alle 3 Minuten irgendwie umsteht, your tribe gets was killed. Ich wollte das Ohrwurm, ey. Na gut, man sieht ja auch nicht alle Tage, dass 2 Spinos nebeneinander baden und am Strand turnen 2 T-Rexes, also Wahnsinn. Also liebe Zuschauer, es tut mir leid, wenn ich hier rumlecke, also das ist echt Wahnsinn. Ich stand manchmal jetzt im Dino, dann wieder davor, dann wieder, ich kann nichts dafür, das ist wahrscheinlich doch der so. Hier, die Crisplay-Bande hat hier ein Campfire gebaut. Moment, es tut dir leid, wenn du hier rumleckst, weil du warst da im Dino. Ja, das wenn man das jetzt mal so als Außenstehender hört, klingt das schon ziemlich geil. Onkel, ja. Sag mal, hast du eine Vorliebe? Bist du Dinophil? Stehst du auf Fossil? Dilophonie bin ich. Würde jemand zu mir hochkommen und mir helfen, ein Stego zu töten, dann kriegen wir Prime Meat. Oh klar, gerne, ich bin auf Weg. Ah! Nein! Herr Gott, bin hier.
Fliegenviecher. Was meinst du, warum das Tribe Wars heißt, ey? Weil wir es die ganze Zeit mit Tribe nennen. Oh Gott. Da kommt irgendwas, ein Raptor. Oh Gott, hab ich mich jetzt erschreckt. Das ist ja der böse Onkel. Der böse Onkel. Da sitzt der Onkel drauf. Hey Onkel, du sitzt ja mal auf dem Raptor, ey. Ja, grad, der kam gerade ohne dich angerannt. Kleiner deswegen. Dicker. Wir sitzen auf einem kleinen Dicken. Mo, wo bist du? Das sitzt auf einem kleinen Dicken. Quasi, wenn du unten am Fluss warst, da halt den Berg an. Links hoch. Ja, ich bin auf Weg. In einer Stunde bin ich da. Hey, ich leuchte so grün, was ist denn hier los? Also mein Arsch leuchtet. Dynamo, ich glaube, du bist ein bisschen untergegangen gerade, kann das sein? Hat jemand Dynamo mitbekommen? Der hat gefragt, wer auf dem kleinen Dicken sitzt. Ich nicht. Habe ich den kleinen oder habe ich den großen? Ich habe den kleinen. Habe ich den kleinen oder habe ich den großen? Egal, also wenn du das nicht weißt, ne? Dann weißt du das. Naja, das Fleisch, was ihr mir gegeben habt, das war voll langsam in mir. Deswegen wollte ich eigentlich mal im Dreieck geben. Aber... Ach so, jo, klar, schmeiß rein. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich komme mit Stahlhammer zurück. Hä? Also wir sind jetzt. Ich denke, wir müssen wieder zurück. Ich kann nicht weiterlaufen. Es geht nicht. Jetzt geht's wieder. Mo, ich bin könnte gerade nicht weiterlaufen. Ich wurde immer wieder zurückgesetzt an die Stelle. Ja, das habe ich auch manchmal. Warum leckt das denn so heute? Das ist aber scheiße. Sind heute so viele auf dem Server drauf, ne? Ja, 20 Leute gleichzeitig. Ja, aber da kann er trotzdem, dann muss das Spiel abkühlen. Natürlich. Aber das Spiel ist ja für 70 ausgelegt, also der Server. Ja. Also für außer die anderen, die zocken, die laden alle Pornos nebenbei runter. Dann kann sein, dass es da ein bisschen Verzögerung gibt. Alter. Willst du etwas sagen, wie ist eine Pornogesellschaft? Willst du das damit komm, sagen? Ach aus, ich hab's doch genau gehört vorhin. Was? Der 100 ist bereit. Dann wird abgeschlossen. Dino Gangbang in the house. Ja, okay, bei mir fängt's auch schon im Trike an zu gammeln. Aber wie viel hab ich denn jetzt? 20, okay. 40. Ajo, ich hab 50, vorhin auch schon über 60 abgeschmissen. 60. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, das verfaulte Fleisch kommt nicht schlecht. Fleisch. Nicht schlecht. Verfaulte Fleisch aber nicht wegschmeißen. Nee, brauchen wir ja für. Genau. Diverse. Ja, und ja. Zum Dings, ne, zum Skorpion zähmen brauchen wir doch auch so einen Scheiß. Brauchen wir doch auch das genau, Fleisch, ne? Genau. Ja, was bringt denn das eigentlich, einen Skorpion zu zähmen? Also kann der irgendwas Besonderes? Der betäubt. So, ich hau jetzt erstmal die Schildkröte aus dem Leben. Brauchst du keine Pfeile mehr oder was? Drecksvieh, komm her, du altes Stück Elend. Den Hai alte gibt's Wurst, noch, ne? Bockwurst. Nee. Der war nicht weg. Der ist unter Wasser. Das hast du gesehen, als du deine Leiche gesucht hast? Ja, jetzt muss ich hier wieder einen Trike suchen. Wo haben wir denn hier einen Trike? Dynamo? Ach, Dynamo, hier, ich hab Fleisch. Dynamo-Man oder Trike war bei mir irgendwie die Option. Hä? Mo, wo bist du? Ich bin oben auf dem Berg. Ja. Was für ein Berg, Alter? Ich bin auch hier oben. Ey, unten bei dem Fluss, den Berg hoch. Ja, bin ich auch. Ich hab doch gar nicht so viel drin, Alter. Ich dachte, mein Raptor, der frisst viel zu viel. Was hab ich denn hier auf der Foot? Da. Genommen. Was ist mit deinem Raptor? Ich hab 10 Fleisch schon wieder gesammelt hier. Nur von Toto. Naja, gut, okay. Ja, hier gibt's so wenig. Wo ist denn eigentlich der Rest? Weil ich hab ja. Ich lauf mal hier oben an der. Ich bin gerade oben auf einem Berg mit dem Aussichtspunkt zu den Gehegen von. Was weiß ich, wer das ist. Da müssen wir ja auch noch markieren, unser Ding. Siehst du Stein? Unser Ding. Stein? Ich sehe ein Tor, Alter. Ich sehe ein Tor, Waller. Dann bist du falsch gelaufen. Wieso bin ich falsch? Ich sagte doch bei dem Fluss dahin, wo die vier Schilder. Hier ist ein Lagerfeuer und das Lagerfeuer gehört dem Rekrutenlager. Ach so, den kleinen Weg. Ach so, das ist vom Rekrutenlager. Ach nee, weißt du auch nicht. Also hier ist ein Lagerfeuer davor vom Rekrutenlager. Ich komme eh gerade mal runter. Ach, weißt du, das müssen wir jetzt selbst machen. Ach, ich bin ja Team Adrenalin, ist das? Mein Gott, brauchst du bloß die Wand angucken und dann hast du doch. Am Spino? Dynamo, ja? Kannst jetzt 10 Fleisch rausnehmen. Der Spino muss mal mit Markus gefüllt werden. Markus? Was? Marco Berries? Achso, ja. Marco. Da unten ist hast du Dino. Rausgenommen? Ja, hab ich. Geil. Er hat mir das Fleisch geklaut, das finde ich toll. Ja, was also ist denn hier los? Also ich laufe gerade zurück zum Spino. Ich sehe hier nichts, was irgendwie lebend ist und Nahrung bringt. Dann komm was einfach zurück. Was ist das da im Wasser? Jo, das mir gleich. Hat die keinen Sinn, ey. Außerdem, jeder braucht einen Raptor. Ohne Spaß.
Hallo? Wieso? Ja, Raptor sind echt geil. Das sind... geil und schnell. Ja. Also, dann kommst ist das du auch der Nero? Der Nero ist das da hinten, der da gerade so im Wasser rum. Ich habe aus Versehen gerade den Hai getötet. Ernsthaft? Oh, der war, das war der weiße. Warte. Tötet. Aus Versehen? Ja, ich wurde vom Piranha angegriffen. Und das dumme Drecksvieh war leider in meiner Reichweite. Ich bin natürlich angegriffen. Du hast aber auch eine Reichweite von 50 Metern, ey. Sorry, das ist wirklich so. Das war jetzt echt keine Absicht. Also, ja, wenn wir jetzt gleich alle getötet werden. Wolltet ihr gerade noch Hai tamen oder was? Nee, das war der Hai von dem Lager da oben. Ja. Von Dynamo. Von den. Mhm. Oh. Ja, ist von egal, wenn der da rumschwimmt, der ist nicht im Stall, ne? Oder? Oh, also wir brauchen Narco Berries. Ne, das Problem, dass ich das sehe, ist eigentlich nur. Ja, ich habe 76, ich bin gleich da. Und ich habe 7 Narcotics eingesammelt. Also, ich Das Problem, was es ist, ist, dass du nicht aufnehmen kannst oder aufnimmst. Oh, jetzt hört er mal auf, den zu wollen, Herr Brecke. Weil jetzt, wie gesagt, war halt leider keine Absicht, also. Ja, wenn wir jetzt haben, alle getötet werden, also liebes Team Adrenalin, das war definitiv keine Absicht. Das war. Es war nicht gewollt. Scheiße, aber der hatte ja auch kein Gehege, also kriegen wir eh keine Strafe. Das ist doch egal, es geht einfach nur darum, dass das Viech jetzt tot ist. Richtig. Ah, ja. Ja, da würde ich. Okay, jetzt zu sagen, ey, komm, wir. Ey, hier liegt ein Ei rum, sollen wir das mitnehmen? Kannst du essen. Ja. Bringt das was? Essenspunkte. Ach ja. Das war jetzt dumm gelaufen. Alter, jetzt hat's. Ey. Mitten im Kampf. Wie? Rausgeflogen. Schaltet's mir hier dieses wie heißt das Dossier ein an als. Was für ein Ding? Was denn? Wo die Dinos drinnen aufgelistet sind. Ach so, das Ding. Ja, da hast du irgendwas getötet, was du bis jetzt noch nicht hattest. Ein paar Lupus habe ich gekillt. Was? Lupus? Wo ist denn die Dinos, wo das Essen reinkommt? Ich habe zwei Lupus. Ich habe einen. Ich wollte sagen, du hast Lupus gekillt. Glückwunsch. Kein Blut gibt's mehr. Eigentlich direkt reinwerfen, weil das so schnell weggehe ich. Oder? Das ist schon weg. Dann. Scheiße. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Ja, das geht so schnell. Das ist ekelhaft. Aber richtig ekelhaft. Ja. Das ist weiß einer das von euch, Entschuldigung, dass ich gerade störe. Weiß einer, was ein. Ich habe hier gerade. Achso, da. Equip a Pulmonoscorpius with the Swide. Ich habe jetzt gerade hier diese komische Kiste geöffnet, weißt du? Und da habe ich diese. Skorpionsattel. Ach, ein Skorpion ist das. Warum meine ich sowas? Ich finde ganz lustig, der betäubt. Ja, oder? Dann kannst du auf jeden Fall diesen Sattel bekommen. Dann kannst du dann so ein. Ja, machen wir ins Lager, wenn wir den mal einen haben sollten, können wir den benutzen. Auf jeden Fall. So, der. Ich habe einen Skorpionsattel und ich werde ihn benutzen. 3100 Food von 3600, also der hat 500 abgenommen. Wollen wir noch warten oder wollen wir loslegen? Ja, auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit den. Was ist. Läuft das eigentlich mit den. Hier. Spinozeum geht voran, oder? Hat er doch Ja, aber wie lange dauert das ungefähr? So über eine Stunde oder ich weiß nicht. Laut Pala kann eine halbe Stunde mit Prime Meat und mit normalen Essen Stunde bis eineinhalb. Okay, ach, das geht trotzdem. Ja. Er hat ein recht niedriges Level, das geht. Ja. Ich habe mal eine kurze Frage. Wir haben ja schon ein paar Trike-Eier daheim. Kann man die eigentlich ausbrüten? Nee, aber wir können Essen draus machen. Dieses besondere Essen, keine Frau, wie das jetzt heißt. Achso, wenn du dich das kannst du draufsetzen auf das Ei und dann ausbrüten. Jungs, wir haben ein kleines Problem. Wieso? Lebt er wieder? Unser Gehege ist zu klein für den. Ja, wie kommst du denn rein? Bauen wir nachher ein neues Gehege. Und das siehst du in der Fernanalyse. Ja. Der hat Augenmaß, Alter. Wie der Terminator. Scan, zu groß, zu big. It's over 9000! Unser Konto geschützt haben. Greifen wir gerade Haufen Ameisen an hier. Haufen Chitin, apropos. Also, ich wollte was erwähnen. Also, ihr habt jetzt gerade aus dem anderen Lager ein Hai getötet. Habe ich das richtig verstanden? Leider. Naja, das war eigentlich vor 20 voll Minuten. Geil, Alter. Alter. Die Wasserleitung zerstören wir auch noch. Ist das super, ey. Halt doch mal die Fresse, Alter. Die hast du uns jetzt eh. Magst du mir folgen? Was? Also, wenn eure Wasserleitung beschwert euch bei Rivano, der wird dann ja wahrscheinlich dann rausgekickt aus dem ganzen Projekt. Ich brauch noch Fleisch. So, ist doch ein Kriegsspiel. Oh, komm, ich geh da hin und schenk dem Blümchen, ey. Ich pflanze in den Garten.
Das ist ein Kriegstreib hier. Ich will Krieg führen und nicht hier mit dem Arm und ein Küsschen geben. Also denkt dran, Leute, wenn jemand Krieg führen will, ihr könnt bei uns einbrechen, das ist kein Thema, aber nur Rivano, nur das, was Rivano ist. Also schön das Haus abschneiden. Egal, ich hab einen Sniper. Ja, vor allem morgens um 5. Seht ihr, das ist meine tollen Treibmitglieder, die sind total toll und unterstützen mich überhaupt nicht. Nee, ich würde dich unterstützen. Wir haben ja noch nicht einmal unser Lager richtig ausgebaut. Das, was ja, wir ist in Ordnung, war dann nur Spaß. Und wenn die jetzt angreifen, haben wir aber ein scheiß Problem. Solange ihr nur die Dinos und Fische von denen tötet, absolut in Ordnung. Ich freue mich schon, wenn die das merken. Wo ist denn der Fisch? Nee, ich glaube, da müssen wir uns mal mit denen... Das jetzt schon mitbekommen haben. Wir müssen uns da... Ich glaube, da werde ich mich mal mit denen in Verbindung setzen. Aber wenn die gleich mit dem Miniguns angerollt kommen, dann wissen wir Bescheid. Ich werde auch mit Chrisplay... Nee, das machen wir schon auf ehrliche Art und Weise. Ich werde da Chrisplay ansprechen und da müssen wir halt gucken, dass wir dann vielleicht den in 10 oder so, keine Ahnung. Ja, das ist halt doof. Wie fängst du so ein Gespräch an? Ja, hier, wir haben da... Uns ist so ein kleines Malheur passiert. Wir haben aus Versehen Hai getötet. Ja, musste halt so einfach. Das Problem war halt, dass das Vieh unter dem Boden war. Das war fast nicht zu sehen, ja. Und da kamen zwei Piranhas auf mich zu und ich habe halt geschlagen. In dem Moment habe ich das Vieh halt getroffen und es greift mich halt an. Ja gut, was soll ich da machen? Eine plausible Erklärung ist das. Sorry, aber da kann ich leider echt nichts machen. Es war die ganze Zeit oben an der Oberfläche, auf einmal was weg. Ja. Ich habe dann nicht mehr drauf gedacht, dass es eventuell unter Wasser sein könnte. Außer, wo es halt zu spät war. Ah, da hinten läuft ein Skorpion. Ja gut, notfalls gehe ich nochmal auf das Argument von Mo zurück, wo er sagte, man konnte nicht klar erkennen, dass es ein Gehege war. Also woher sollst du wissen, dass da jetzt der Heiter drin ist? Es ist ja auch kein Gehege. Es ist ja offen alles. Ja, das daher gesehen bin ich unschuldig. Ja, richtig. Das ist genauso wie bei Dodo Domination. Die haben gar kein Gehege. Da könnten wir einfach reinlaufen und alles platt machen. Stimmt. Ja. Und da kommt das nächste Hater-Video. Ups. Wir sitzen zu fünft auf dem Berg mit der Sniper und schießen die Dinos kaputt. Jawohl, Alter. Nein, zu viert. Einer fertigt die Munition mit unseren 7000 Eisen. Also die ganze Zeit einfach nur rin, weißt du? Oh, ich möchte Gatlin haben. Kriegst aber einen Schrank auf dem Rücken mit Munition, so 7000 Kilo. Kannst dich zwar nicht bewegen, aber kannst alles niederrotzen. Wer ist denn gerade auf den Aklyte unterwegs? Das ist Nero. Nero, wo bist du? Ich hab dich gerade gesehen, ich will mit dir zusammenjagen. Rechts, wo bist denn du lang gegangen? Rechts, weißt du, wo ich bin? Ja, links. Wir sind noch links. Was? Ich werde angegriffen. Hey, wo bist du denn? Ich will dir helfen. Ja, geradeaus, genau. Weiter. Aber wie weit bist du denn? Ach, da hinten bist du. Wo ist denn? So weit gerannt. Alter, Verfalter. Ach, die kleine Dinge. Weil ich will den Stego haben. Ja, weil wenn wir den Stego wegnehmen, dann kriegen wir nämlich dieses Rumsteak, weißt du? Ja. Das Prime-Meat, meinst du? Ja, sag ich ja, Rumsteak. Dino-Filet. Alter, so ein Ding würde ich auch gerne mal probieren. Geil, oder? Ach, das Ding ist doch gar kein Ding, Problem, du mal probieren kannst. Durch hier. Ja, wollen wir jetzt angreifen oder was? Ja. Wollen wir ihn jetzt wegdissen? Hauen weg. Wenn meine Waffe endlich mal wechselt. Alles klar, Mann. Aber ich würde sagen, wir stellen uns nicht, ich stelle ihm vor den, weil wenn der mit seinem Schwanz nämlich dann losgaloppiert hier, der versucht mich zu beißen. Alter, so wie ach, guck mal, der ist schon blatt, weg. Ist komm. Ja, ich hab Prime Meat bekommen. Sauber. Okay, dann lauf schnell runter. Achso, du meinst, dass der den direkt selber frisst, ne? Ach Mist, nee, das, der ist ja halt ausgehungert dafür. Kannst du die Parasaurus hier platt machen? Ja, dieses Rumgelegge, ey, das geht mir total auf den Sack. Ja. Ich werde immer wieder zurückgesetzt. Ich habe jetzt gerade so ein scheiß Wildschwein angegriffen. Und das rennt weg und ich renne hinterher und werde wieder zurückgesetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass das einfach heute rennt weg. Zu viele zocken. Weil ich habe heute... Ja, nicht in dem Game. Ich glaube eher, dass es was mit dem Update zu tun hat, dass es ganz rund läuft. Ja, das kann sein. Ja. Obwohl ich sagen muss, es läuft dadurch flüssiger. Es ist ja flüssiger, aber irgendwie... Auch nicht. Zumindest habe ich das Gefühl. Oder uns noch ein Stego. Was? Cool. Wo seid ihr denn? Ich glaube, ich hier total verlaufen. Das ist mein Problem. Wir sind auf den Berg hochgelaufen. Ja, Mathe kein Tempo, kein Kopf bei mir auch ist nicht. Ist eigentlich anders. Unten jemand beim Spino? Ja. Dynamo. Ja, Dynamo-Man, ne? Dynamo und ich sind hier ohne. Der Marvel-Held, der eine. Avengers. Der Ninja. Den Ninja. Dynamo Man, kannst du mal eben das Rumsteak aus meinem Inventar nehmen?
Das Dynano-Man. Ja. Und das Fleisch kannst du auch haben, das Warm Meat. Hier geblieben. Alter, das ist schön die, das ist schön die Stego-Keule ist das. Hast du rausgenommen? Warte jetzt. Ja. Wir nehmen das Warm Meat ganz. Ja, dankeschön. Steak. Wenn ich jetzt den Spino wiederfinden sollte, was sich ja irgendwie gerade problematisch anfühlt. Ist ja gerade jemand mit einem Trike in der Nähe vom Spino? Nö. Na, easy. Ich bringe jetzt auch gerade noch Fleisch wieder mit hin. Aber ich müsste auch mal was braten, weil ich verhungere langsam. Also ich leg's einfach ins Feuer. Ja, ich steck dir doch so ein paar Bären im Mund. Was? Ein paar Bären im Mund stecken. War denn noch? Ich hab Haufen Fleisch im Inventar, warum soll ich mir einen Bär in meinen Mund fressen? stecken. Ja, aber das geht doch fixer, Ja, du bist auch so ein Fixer. Du bist auch so ein Fixer. Was? Alter, Scheiße, es gibt. Machst du hier den grünen Streifen schon, oder? Gleich 10 ja, ich warte nur drauf. Okay. Achso, warte mal, du hast doch einen Trike, dann nimm mal die. Ja, schmeiß einfach alles rein, was dir nicht gefällt. Oder soll ich es gleich zu dir nehmen? Ich hab jetzt das eine. Ich bring's einfach. Ich stehe auf diesen Raptor, liebe Leute. Ich stehe einfach besser, wenn drauf. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab stehst du auf ihn oder in ihm? Nero! Ja. Fang mir den mal ab, der wird gleich weglaufen. Moment, bitte. Es gibt einen Human-Web. Schau dir aber das Chitin gleich rein in den ganzen Mist, ja. Meister, Shit. Brauchst du Bären? Shit in. Und Hide und. Oh nee. Wisst ihr, was mir gerade wieder einfällt? Genug Fleisch, ja? Ich sag's zwar ungern, aber der Part ist schon wieder leider fertig. Was, ey? Ja, wir haben schon wieder 22 Minuten. Verabschiedung darfst du machen. Also, ich hab jetzt echt genug Fleisch für welche Ehre, welche Ehre. Tu es. Komm, wir laufen. You can make it real! Oder? Ach, scheiße, aber mir selber Fleisch habe ich keins rausgenommen. It's the Wayne's come again. So, Leute, da würde ich sagen, was in diesem grünen Strahlbehälter-Viech Mistkackding da drin ist, das seht ihr erst in der nächsten Folge, nämlich morgen. Macht es gut, Leute. Macht euch noch einen wunderschönen Abend. Strahl. Guckt doch mal bei den anderen Kanälen rein von Revano und Gamercheck LP. Oh, ja. Macht es gut. Horrido. Wäre cool. Jo, tschüss. Ciao.